Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Days Gone. Das Let's Play geht weiter. Und ich habe da, glaube ich, die nächste Aufgabe, die mich zu einer O'Brien-Sache führt. Nämlich hier unten. Ich erinnere mich, es ist nämlich und Phasen der Klarheit. Deacon spürt ein Nero-Feldforschungsteam auf. Also mal wieder die Leute belauschen. Da bin ich auch erst bei 54%. Also vielleicht wieder ein kleines Gespräch gleich mit O'Brien. Schön, dass ihr wieder dabei seid in der heutigen Episode. Und wir fahren mal los. So. Okay, erstmal ordentlich Gas geben hier, bevor wir losfahren. Dann geht's los. Ah! Hey Ricky, bist du da? Ich werde eine Weile weg sein. Halt mir bei Skizzo den Rücken frei, ja? Der wird sich fragen, warum ich nicht zum Arbeitsdienst erscheine. Okay. Hey Deek, was ist denn? Boozer ist, keine Ahnung, er ist irgendwie depressiv. Sprich mit Eddie. Ich glaube, ich weiß, wie ich ihn aufmuntere. Gut, was willst du tun? Keine Ahnung. Was will er tun? Ich dachte, ich fahre hoch zum O'Leary Mountain, hol sein Bike und bringe es ihm zurück. What? Das ist aber echt weit zu Fuß. Ich überleg mir schon was. Hältst du mir jetzt den Rücken frei oder was? Ja. Ist du nicht dein Ernst? Dicken Ende. Wie soll ich denn nach O'Leary Mountain zu dem alten Dings und sein Bike holen und dann zu Fuß wieder ohne... What? Ja, genau. Wieder auf der Straße, kehre zu O'Leary Mountain zurück und dann fahre ich mit seinem Bike zurück. Und wie soll ich denn wieder mit... Wo soll ich denn mal mein Bike herbekommen? Wie doof ist denn die Quest? Okay, naja, erstmal hier unten das O'Brien-Dings. Nur weil Boozer depressiv ist. Einarmig sollte man... Bist du da? Ja. Wie geht's dir, Bruder? So wie immer. Merkst du immer noch Hubschrauber? Ja. Ausgefunden, was die vorhaben? Keine Ahnung. O'Brien scheint die Wahrheit zu sagen. Nero ist hier draußen auf Feldmission und studiert die Freaks. Keine Ahnung, warum. Hey, ich muss langsam los. Okay. Skizzo war hier. Hat mich zum Latrinendienst verdonnert. Ja. Sag Skizzo, er soll Scheiße fressen. Ich muss auch los. Erstmal werde ich angegriffen und ich bin dann noch 30 Meter vom Ziel entfernt. Also rede schneller über Funk, damit ich die Mission starten kann. Bitte nochmal. Ich werde es gerne ausrichten. Bis dann. Ciao. Diese Waffe ist viel stärker gegen die. Deacon St. John, kommen. Taka. Deek, hörst du mich? Nein, ich höre dich nicht. Hey, Tuck, gibt's was zu tun? Okay, ich komm vorbei. Deacon Ende. Natürlich, hat die auch wieder eine Aufgabe für mich. Jetzt kommen sie wieder alle hier aus den Löchern gekrochen mit ihren Aufgaben für mich. Jetzt bin ich gerade mal hier und wollte hier was mit dem Helis machen. Okay, also hier das Motorrad wieder holen und bei Ada gibt es dann wieder eine weitere Aufgabe. Kopfgeldjäger-Aufgabe mal wieder. Wie viel habe ich denn bei Ada? 5 von 8. Naja, gut, ein paar hat sie noch. Ich glaube hier bei Copeland habe ich nicht mehr so viel. Copeland-Aufgaben habe ich 4 von 6, da fehlen nur noch 2. Und bei Ada 3. Hier habe ich jetzt angefangen, 2 von 7. Geht noch. Okay. So, genug geschwätzt hier mit den Leuten. Hey, Deacon, kannst du kommen? Was? Nein, ich kann nicht kommen. Lass mich raten, du hast einen Job für mich. Okay, St. John Ende. Okay, Ricky hat auch wieder einen Job. Jetzt kommen sie wirklich alle. So, jetzt machen wir es. Siehst du, hier geht nämlich sofort die Quest los. Deswegen musst du mal warten, bis die ganzen Funksprüche mal durch sind. Damit man auch ja nichts verpasst, ne? Entweder es meldet sich niemand oder alle auf einmal. Kannst du kommen? Kannst du kommen? Nein, ich kann nicht kommen. Ich muss mich teilen. Ich brauche 2 Deacons oder 3. Die kann ich dann da und da hinschicken. Oder ein besseres Bike. Ich glaube, als erstes werde ich dann, glaube ich, wieder zu Tucker fahren, weil das am weitesten weg ist. Und dann auf dem Rückweg dann irgendwie das Bike von Boozer holen oder so. Naja, aber das ist alles so in der Zukunft. Nächste Folge. Hier sind wir heute erstmal hier, ne? Bei Nero. Es schneit. Oh, Brian, ich bin bei einer deiner Barken, bei Camp Creek. Nichts zu sehen. Einen Moment. Schönes Bild. Okay. Ein Mitarbeiter ist gleich bei dir. Du weißt, wie es läuft. O'Brien, Ende. Ja, das weiß ich. Ich bin hier draußen und versuche, meinen Arsch zu retten, während ich den Spanner für dich mache. St. John, Ende. Ein Mitarbeiter ist gleich bei dir, also kommen sie gleich. Die Helis mit dem... Da sind sie. Hier spricht O'Brien. Hörst du mich? Ja, Arschloch, was sollte das Ganze? Als wir das letzte Mal gesprochen haben, hast du dich vor Angst fast eingepisst.
Es ist nichts. Ich sagte ja, es gibt mächtigere Leute, die nicht wollen, dass wir mehr erfahren. Sie hätten mich fast erwischt. Weißt du was? Ist mir scheißegal. Alles, was ich will, sind Informationen über Sarah. Whittaker, es arbeitet schon jemand daran. Das dauert einfach. Du musst einfach Geduld haben. Ja? Was anderes bleibt mir wohl auch nicht übrig. Allerdings. Die Forscher gehören nicht zu meiner Einheit. Ich kann sie also nicht verfolgen. Deswegen müsstest du... Den Sender am Heli anbringen. Ja, ich hab's verstanden. Ja, ja. Oh, und du willst, dass ich den Kerl im weißen Raumanzug im Auge behalte. Ja, sonst noch was? Ja, lass dir nicht den Arsch wegballern. Dein, Funk war nicht abgestellt. Ich wollte dir nicht hinterher schnüffeln. Vorsicht ist besser als Nachsicht. O'Brien, Ende. Ist mir okay. Egal, wie du das nutzt, aber ich riskiere hier draußen meinen Arsch. Da sind sie. Die Zinssoldaten in Reihen. Ganz genau. Macht einfach weiter euer Ding. An. Wie lange noch? Woher soll ich das wissen? So, der Peilsender ist mal wieder dran. Dass sich das jetzt auch ständig wiederholt, einen Peilsender anbringen. So, ich muss da oben hin zur Hütte. Oh, da ist ja noch einer. Aber der Schnee schützt mich auch ganz gut gerade. Wir haben genug Benzin. So, das Krasse ist immer wenn es schneit, das bleibt dann über so krass liegen auch und ist alles weiß. Aber wenn das aufhört zu schneien, dann ist das alles sofort wieder weg. Könnte ich schon mal beobachten hier. Auch wenn es schön aussieht. Ich versuche mal lieber einen Bogen zu laufen um die Leute. Gehe dann erstmal hier lang. Da ist der, da ist der Doc. Okay. Sehnen, Händen und Fingern sind weniger verkürzt, Fingernägel weniger clownähnlich, eher wie abgekaut. Außerdem trägt das Subjekt Schmuck und Kleidung, die weniger abgetragen und beschmutzt wirken. Sorry, ich habe gerade mitgehört. Ah, der bewaffnete Biologiestudent. Ja, sowas in der Art. Die wieder. Also, es trägt Schmuck. Was bedeutet das? Diese Dinger sind seit 2 Jahren hier draußen, zerfleischen uns und sich untereinander. Ja. Ziehen Sie mal einem Pavian 2 Jahre lang eine Golduhr an. Lassen Sie ihn frei und schauen Sie, was passiert. Okay, ich verstehe. Diese Uhr sieht neu aus. Wirklich? Und? Das bedeutet, dass das Subjekt entweder darauf Acht gegeben hat oder sie vor kurzem angezogen hat. Aha. Gott, ich dachte, die wären alle, naja. Völlig durchgeknallt? Ja, das sind sie. Aber so wie Demenzpatienten im späten Stadium Phasen der Klarheit aufweisen, scheinen Opfer einer Stufe 2-Infektion eine Art rudimentäre Erinnerung behalten zu haben. Im Ernst? Im Ernst? Sehen Sie die Kleidung? Sie? Ist fast sauber, nicht? Also, nicht sauber. Aber die meisten Freaks sind von Kot und Urin bedeckt. Ja, widerlich. Tja, und wieder ziehen Sie einem Pavian 2 Jahre eine Hose. Mann, wie soll ich hier belauschen, wenn die einfach so weggehen? Stopp, oder wir schießen! Mann, ich höre die da drin wir nicht, wenn sie doch Freunde sein, oder wenn nicht? Die in der Hütte sind. Mann, da war das Gespräch aber weg. Wir müssen nachlesen halt in den Untertiteln. Dann gehen die in die Hütte rein. Und am Fenster, man hat ja nichts gehört am Fenster. Ich höre vor, du würdest da die Untertitel ausschalten. Dann würdest du gar nichts mitkriegen von dem Gespräch. Siehst du, jetzt ist der Schnee halt wieder ein bisschen weg. Jetzt hier nach dem Neuladen. Ich hasse diese Aufträge echt. Ja, zum Kotzen. Lass mich raten. Du wirst lieber in den Bären erfüllen. Knietiefen Freaker-Scheiße. Ah, haben wir noch diese Notation im Heli? Das ist aber eine interessante Story, die sie da gerade erzählt haben, Mann. Das war interessant. Aber nervig. Ich versuche, dass ich da irgendwie dichter noch reingehen kann im Haus. Ein weiteres Subjekt mit der Morphologie der Infektion Stufe 2. Sehnen in Händen und Fingern sind weniger verkürzt, Fingernägel weniger clownähnlich, eher wie abgekaut. Außerdem trägt das Subjekt. Das haben wir ja schon gehört, ja.
als würden die irgendwie ein neues Bewusstsein irgendwie entwickeln, oder? Die Freaks. Erinnert mich irgendwie an die Ursprungsgeschichte von I Am Legend, falls ihr das Buch kennt. Da haben sie eine ganze Zivilisation gegründet. Ziehen Sie mal einem Pavian 2 Jahre lang eine Golduhr an. Lassen Sie ihn frei und schauen Sie, was passiert. Okay, ich verstehe. Diese Uhr sieht neu aus. Das bedeutet, dass das Subjekt entweder darauf Acht gegeben hat oder sie vor kurzem angezogen hat. Mein Gott, ich dachte, die wären alle, naja, völlig durchgeknallt. Yep. Ja, das sind sie. Aber so wie Demenzpatienten im späten Stadium Phasen der Klarheit aufweisen, scheinen Opfer einer Stufe 2 Infektion eine Art rudimentäre Erinnerung behalten zu haben. Im Ernst? Sehen Sie die Kleidung. Ist fast sauber, nicht? Also, nicht sauber. Aber die meisten Freaks sind von Kot und Urin bedeckt. Ja, widerlich. Tja, und wieder ziehen Sie einem Pavian 2 Jahre eine Hose an. Wo kann ich die hier am besten hören? So viele Freaks an Orten sind, wo Menschen leben? Nein, hab ich nicht. Aber ja, das stimmt wohl. Ja, wir denken, da könnte noch etwas sein. Die Menschen und Schwert in ihren Köpfen verkrampfen, dass sich erinnern, was mal war. Okay, sie erinnern sich also mal, was mal war. Erinnerungssystem, also nicht neu, sondern alte Erinnerungen, die sie dann durchleben. Sie sind so gut wie hirntot. Was heißt das? Und, okay. So, das Gespräch ist auf jeden Fall durch. Naja, das bedeutet, dass ein paar von den Freaks morgens aufstehen, duschen gehen, sich anziehen, ihre goldene Lieblingsuhr anlegen, sich von der Familie verabschieden, einen lustigen Tag haben, uns fressen und sich anschließend einscheißen. Genau. Warum verschwenden diese Kerle ihre Zeit mit dem Scheiß? Weil das voll interessant ist. Hoffentlich hast du alles, O'Brien. Wie sich der Virus so weiterentwickelt. Jetzt muss ich nur noch von hier verschwinden. Oder eben nicht weiterentwickelt, weil das alles noch alte Erinnerungen sind und ja, die in alte... O'Brien, alte... hörst du mich? Och, ja, O'Brien? Ich höre dich. Warte kurz. Was denn jetzt? Ja, ich höre. Der Peilsender ist platziert und ich habe deine Daten. Dieser Forscher, männlich oder weiblich? Was? Warum? Ein Mann oder eine Frau? Ah, es war eine Frau und nein, ich weiß nicht, wie sie heißt. Okay, ich melde mich. O'Brien, Ende. Es war doch bisher immer die gleiche Frau, die wir da hatten. Das ist doch immer die gleiche mit dem Biologensoldaten. Die haben wir ja schon echt öfters mal belauschen können. Angefangen in der Höhle. Das sind immer die interessantesten Gespräche da. Aber auch wenn es hier ein bisschen ungünstig gelaufen ist, dass wenn du zum Beispiel dieses Spiel mal ohne Untertitel spielen möchtest, dass du die einfach nicht hörst, wenn die dann in diese Hütte reingehen und du halt irgendwie genau neben Fenster stehen musst. Oder am besten noch in die Hütte reinklettern auf der einen Seite. Damit du da in dem Nebenzimmer bist oder so. Das würde noch gehen. Weil sonst hat man das echt schwer gehört diesmal. Oh, hier ist ja noch einer. Das sind die mit der sauberen Klamotte, die weißen. Ne, die kann ich gar nicht looten. Hat aber ein Ohr dabei gehabt. Hier ist was. Also, die haben saubere Klamotten, tragen Schmuck, haben noch Erinnerungen an ihr altes Leben und, ja. Dich kann ich brauchen. Verhalten sich dann auch noch ein bisschen so wie früher. Alte Verhaltensmuster. Das finde ich schon interessant gewesen. Und sind nicht von Urin und Kot bedeckt. Wie die anderen halt. So. War das mal wieder eine stressige Zuhöraufgabe. Ich bin beim Bike. Wir können Schluss machen. Pfad der Klarheit. Da sind wir bei 56%. Jäger! Jäger? Jäger? Wo? Was? Wieder auf die Straße zurück. Das ist jetzt hier, ja, die Quest, um das Motorrad zu holen. Dann hätten wir hier noch Ricky. Schutz für die Schwachen ist das. Sprich mit Ricky. Und eine Kopfgeldaufgabe bei Tucker. Natürlich komme ich hier wieder nicht hin, weil mein Bike nicht so viel Benzin hat. Ich kann auch nicht mal dahin, weil mein Bike da auch nicht so viel Benzin hat dafür.
Ich könnte hier tanken. An der Tankstelle. Das wäre meine Idee. Wir müssen ja irgendwie hochkommen. Ey. So weit wollte ich gar nicht. Den hier schon mal auswählen. So. Wow. Machen wir nicht so einen Stress hier. So, das ist die Siedlung, wo mal sich Lisa versteckt hat. Hui, hui, hui. Deswegen immer anschnallen beim Fahren, ey. Damit sowas nicht passiert. Hat ein bisschen wehgetan. Gebe ich zu. Mein Bike qualmt. Diese heftigen Gartenzäune. Was war das? Oh, hier sind. War das Plünderer gerade? Ja, da ist einer mit einem Knüppel. Willst du auch noch angreifen? Ich habe eine Säge hier, ne? Er hat ein krasses Teil. Er hat, glaube ich, ein krasses Teil. Verletzte! Verletzte? Guck mal genauer hin, ey. Die sind mehr als verletzt. Wieso greift ihr mich an mit euren Stöcken? Seid ihr blöd? Ich wollte nur tanken. Ja, ich weiß, man kann auch da tanken an der Säule, aber ich habe hier gerade einen Tank. Gutes Timing. So viel Benzin brauche ich gar nicht eigentlich. Fertig. Greifen die mich an hier mit ihren Stöcken? Hätte noch gefehlt, dass sie Mistgabeln holen. Habe ich noch genug Schrott? Yep. Nein, reicht nicht. 92%. Ich habe kein Holz, kein Schrott mehr. Und die Autos hier, die das nichts mehr zu holen, ne? Hm. Yep. Hauen wir erstmal zu. Okay, ich muss unbedingt wieder Schrott besorgen. Okay. Jetzt mal gucken, wo ich denn hier hinfahren kann. Würde es hierfür reichen? Da würde es reichen, aber direkt hier natürlich wieder nicht. Schnellreisekosten. Nee, das ist so schlimm, da irgendwie da wieder hinzukommen, wenn du so weit weg bist. Muss ich wieder hier und hier hin? Dann hier wieder Benzin holen und damit ich weiterfahren kann? Ah, da. Oder, ja, egal. Und da bin ich am Tuckers Lager. Besser hier als woanders. So. Hey, willkommen zurück. Ja, moin moin. Ich wurde auch hergerufen. Weil Aufgabe. So, gleich bevor ich hier weiterfahre, wieder tanken und so weiter alles machen. Und das Bike reparieren. Hab nämlich keinen Schrott mehr. Dick, so. Wir haben hier ein echtes Problem. Okay. Erinnerst du dich an Richard Marston? Er fuhr für uns. Du meinst Mega-Arschloch Marston? Ja, ich erinnere mich. Ich dachte, Alkai hätte ihn weggejagt. Hat er. Aber das hat Marston wohl nicht gepasst. Er schloss sich ein paar Driftern am Black Crater an. Sie überfielen einen Versorgungstrupp. Es gab 3 Tote. Ach, verdammt. Ich habe diesen Scheißkerl nie gemocht. Ich kümmere mich um ihn. Danke, Deke. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Na dann. Zahl das Doppelte, Hot Springs. Rick Marston, also. Mega Arschloch, Rick. Hey, wie geht's? Geht so. Reparier nur 30? Jetzt kostet ja fast nix. Mal sehen. Füll auf. So, hey, da haben wir also die Kopfgeld ja wieder angenommen. Ist die Frage, ob ich da hinfahre. Ah, komm mal, da unten war ich aber noch nie. Da ist noch so, hier, auch hier die Zone, wo man hier durchfährt. Da ist es aber noch nicht aufgedeckt. Wie laufen die Geschäfte, Zanny? Zanny, bist du Zanny, nicht? Zanny, ich muss weg. Mach auf. Ich mach das Tor auf. Muss zur Jagd. Gucken, ob das ein Lager ist, wo der Typ ist, um ihn auszuschalten, oder ob das wieder eine Verfolgung ist. Das weiß man ja vorher bei diesen Kopfgeldaufgaben nie. Ich finde ja so ein Lager, wo man den dann ausschalten kann, irgendwie besser, als den dann immer zu verfolgen hier. Weil das immer noch mehr Benzin kostet und teuer ist. Alles teuer. Es geht erstmal in die Wildnis. Ein Ripper-Camp. Gottverdammter Ein Ripper. Ripper sogar. Ah, da hinten ist das Ripper-Camp. Das hat aber nichts mit dem Dings zu tun, oder? Ich muss ja nach da. Das Ripper-Camp ist dort. Da ist der Scharfschütze.
kann ich mir hier schon mal wieder ein wenig mehr Schrott besorgen. Da habe ich nämlich null von. Ja. Auch Schrott. Um meine Nahkampfwaffe sauber zu halten und zu reparieren. Benzin habe ich hier sogar auch. Aber das Ripper-Lager ist noch nicht die Kopfgeldaufgabe. So, wieder 10 Schrott. Wie viel Schrott kann man eigentlich tragen? 10? 10 ist Maximum? Kannst mal sehen, wie oft du dann rumschrauben musst. Ich habe eben ein paar Schuss. Habe ich. Nee, ich habe. Ja. Egal. So, ich guck mal auf die Karte. Ja, guck mal hier. Da, die Kopfgeldaufgabe ist da und das Ripper-Lager ist hier. Aber es gibt auch nochmal ganz gute Punkte für Hot Springs. Ich glaube, ich mache das Ripper-Lager mit. Da bist du jetzt, ne? Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich lasse mein Bike hier stehen, weil hier ist auch ein Tank, damit ich ja vielleicht nochmal Tank, ja, Benzin und so. Machen wir doch mal hier das Ripper-Lager. Warum nicht? Hey. Nimm das mit. Ich muss nur den Scharfschützen ausschalten. Ist die Frage, wann bemerkt er mich? Jetzt guckt er gerade erstmal in die andere Richtung. Wenn ich hier ins hohe Gras schaffe, dann geht's noch. Vielleicht kann ich schon was ausspähen. So. Sind doch bestimmt mehr als diese zwei. Oh, ich glaube, er sieht mich. Runter. Er hat mich fast gesehen. Aber nur fast. Männer, Verehrte, sollte man mal eine Taschenlampe ausmachen. Bleibt auf dem Weg! Bleibt auf dem Weg! Tötet ihn! Ich sah die Verirrte. Ein Haufen mordender Arschlöcher. Ich darf keinen entkommen lassen. Nee, sollten wir auch keinen entkommen lassen. Na los! Hier in dem Winkel müsste kein... Wieso schießen die denn jetzt? Die haben mich locker nicht gesehen. Ups. Kann ich die vielleicht auch von hinten angreifen? Wenn ich hier irgendwo hochgehe? Da steht ja auch einer. Hier ist jemand. Der Sniper guckt jetzt hier in die Richtung. Da holt er sich wieder Badesalz rein, ne? So, das ist schon mal einer weniger. Na dann Müll raus. Komm, komm, komm. Wenn der jetzt da so stehen bleibt, ist das voll easy. Ich glaube, die Sniper gucken immer noch in die andere Richtung. Jawohl. Hier ist jemand. Ist das jetzt unten? Wo kommt denn der jetzt her? Das sind nicht so viele, glaube ich. Könnte man schaffen, wenn die von hinten einen hier nicht überraschen. Schade, dass man nicht von oben raufspringen kann, um den zu assassinieren, ey. Das kann Deacon halt leider nicht, aber er kommt hier in die Richtung, das ist auch super. Genau so. Rauchbombe Inventar voll. Das ist natürlich scheiße. Ich habe leider auch keinen Schalldämpfer mehr, um hier den Sniper vielleicht von Weitem wegzumachen. Ne, hab keinen mehr. Auch für die Pistole sowieso nicht. Das wäre auf die Reichweite sowieso nicht gegangen. Wir müssen ihn befreien. Ich bin schon frei, dankeschön. Ist der Hacke dicht da vorne? Oder tanzt der nur? Oder beides? Ihr tötet wohl gerne Drifter. Wir folgen Carlos. Wie gefällt euch das? Achtung, da kommt zwei. So, der da oben tanzt wieder. Aber die... Aber habe ich, glaube ich, echt gut umlaufen, so. 4 von 14. Warte, so viele? 14 Leute hier? Da muss das aber hier noch weitläufiger sein, oder? Wenn ich noch 10 Stück ausschalten muss? Da war jemand. Oh, wo kommst du denn her? Komm. Los, in Deckung.
Wo war der denn, ey? Ja, aber... Nein, ich sehe nicht. Ich habe auch keine Lust, dass mir der Sniper irgendwie in den Rücken schießt. Deswegen will ich mich mal um den Grad kümmern. Dreht der sich nochmal um? Nein, ich glaube, der sieht mich sogar. Neuer Fähigkeitspunkt. Endlich verdammt. Gut, dass die auch Scheißhäuser haben hier. Werden die noch benutzt? So, 7 von 14, die Hälfte ist down. Auf das Erwachen vor. Vor was? Du bist gefunden. Verfluchter Bastard, wo willst du hin, ha? Das hat er mich gerade echt ein bisschen getroffen. Mit einer Pumpgun. Ich geb dir Deckung! Ach komm, das war nur noch der Kopf in dem Kreis drin. Geht's da auch noch weiter? Na los! Jetzt kommt er aber schnell. Zwei noch. Nur noch zwei. Komm schon. Die Camps sind aber immer schön gemacht mit den Graffitis und dem Feuer, das, was sie hier so haben. Wir sind viele und wir sind eins. Na dann, entscheidet euch mal. Viele oder eins? Ah, guck mal hier. Den hole ich mir noch von hinten. Guck mal, wieso kann ich den jetzt nicht einfach ausschalten? Weißt du, in jedem anderen Schleichspiel würde ich den einfach auch von hinten ausschalten können. Das war's mit euch. Wie gefällt euch das, hm? Bombe. Überfallen zu werden macht Spaß, hm, ihr Drecksmörder. Okay, wo habt ihr euren Bunker versteckt? Okay, das sind Ripper. Ripper mit einem Bunker, das gab's auch noch nicht. So, Leute, den Bunker werde ich dann auf jeden Fall jetzt schon finden. Da ist er. So, gut, dann werde ich mal den Bunker durchsuchen. Denn da gibt's ja meistens eh nicht so viel, außer eine Karte und sowas. Und in der nächsten Folge machen wir dann hier die Kopfgeldaufgabe. Muss ich mal gucken, ob ich hier zu Fuß hinlaufe und das Bike da stehen lasse. Wobei, wenn der hier plötzlich abhaut und das wird eine Verfolgungsjagd, Kopfgeld, dann... Ich guck mal. Also, vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und dann bis zur nächsten Folge von Days Gone. Macht's gut. Tschüss.